Willkommen zu Star Citizen. Mensch, was habe ich mich gefreut, doch mit der Prospector mal wieder eine Runde Miner zu gehen. Mal so einen entspannten Mining Run nach dem ganzen Stress, den ich so hatte mit dem Bounty Hunting, was ja seinen Reiz durchaus hat, aber naja, ist auch Aufregung dabei, ne? Und ich hatte auch Ausgaben, die müssen irgendwie wieder reinkommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehst du mal eine entspannte Runde Minern, wollte ich mal wieder runter. Fehler oder auf Selene, und dann habe ich aber gehört von dem Geist 77, dass das Asteroiden-Mining jetzt auch mal wieder ein Blick wert wäre, und da habe ich es einfach so gemacht. Ich bin von Port Olisar direkt nach Yela gesprungen und jetzt orientiere ich mich wieder zurück. Ihr seht Crusader, da habe ich dann eine Linie und dann kann ich wieder den Heimweg antreten. Denn es soll hier das Quantanium geben. Und ich habe hier schon ein bisschen rumgescannt. So zwei, drei Sachen habe ich gefunden mit Kupfer. Und das war noch nicht so gut. Aber jetzt habe ich hier gerade so ein Cluster gefunden. Da habe ich auch Quantanium drin entdeckt. Und da wollte ich einfach sagen, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, nicht das. Oh, mach jetzt hier nicht noch irgendwie Stress, ja? So, Mensch. Da gucken wir jetzt nochmal gemeinsam rein, aber wir könnten auch gleich den Mining Laser nehmen, der sagt es uns ja dann auch. Da wäre nämlich Quantanium drin und zwar nicht ohne, also 10%. Würde ich sagen, die bohren wir mal an. Gerade mal gucken, dass ich hier ein bisschen agieren kann. Genau, dann fangen wir da mal an. Bohren wir das ganze Ding mal an. Und schauen wir, was wir so für ein Glück haben. Ich habe ein Consumable gekauft, und zwar diesen Optimus Prime, also diesen Optimus-Verbrauchsgegenstand, habe ich auch auf meinem Helix Mining Laser rangeklinkt. Und wenn es denn so sein sollte, dass ich hier in Schwierigkeiten komme, dann werde ich den aktivieren. Aber ja, das sind immerhin dann 3000, die dann von der Gesamtsumme abgehen. Und wenn man damit rumballert, dann erreicht man nichts. Also ich habe hier schon ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde jetzt hier mal entspannt alles aufbrechen. Und wann ich das Quantanium nur einsammle, das liegt ja dann bei mir. Ja, es scheint jetzt hier mit seiner Masse von 4,6 ein bisschen zickig zu sein. Ja, das sind natürlich dann auch wirklich begabte Miner, die das Ganze dann hier im Speedrun eben aufbrechen. Das ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Das Beryl drin, das wollen wir nicht. Auch nur. Das Quantanium drin war nur 1%. Wo bist du? Masse von 700. 3%. Ich dachte, ich hätte den etwas besser aufbrechen können. Sechzehn Prozent.
Ja. Gut, 35% Containment, den merken wir uns mal. Gut, okay, aber ich hatte hier noch einen gesehen, meinte ich jedenfalls. Was haben wir da? Titanium 7%. Ja, wie gesagt, wenn der gut bricht, ne? Also wenn sich das bewährt hier im Alpha, wäre das was. Das Schöne daran ist ja, dass man sich ausrichten kann an Crusader. Man kann also klar eine gerade Linie fliegen und man hat immer Licht. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffst du ganz sinnig. Da ist nur Beryl. Da hinten fliegt einer noch. Da ist Quantanium drin mit 22%. Das ist sehr schön. Was haben wir da? 1%, 1%, das ist halt wenig. Da ist nix. Aber der hat nur eine Masse von 0, das ist nicht ausreichend. Den könnten wir dann auch auf alle Fälle auch mitnehmen. Ja, dann ist es so, ne? Dann brechen wir den noch auf. Jetzt in der Hoffnung, dass halt ein gutes Stück Quantanium rausbricht. So, den haben wir ja schön langsam aufgebrochen. Ja, 13% würde ich natürlich mitnehmen, klar, das ist eine gute Sache. Da hoffe ich, ist nichts drin. Und dann da auch nicht. Okay. Dann machen wir den auch noch auf hier, ganz einfach. Den nehmen wir jetzt auch noch mit. Komm schon, ganz entspannt, warum wir wollen nicht so viel Energie drauf geben, dass der schön langsam bricht und nicht zu weit uns wegfliegt. Und was haben wir denn erreicht? 5%, die würde ich dann noch einpacken.
auch wenn es jetzt wenig ist, ne? Scan complete. Scan initiated. Oh, ja gut, dann nehmen wir den auch noch mit, ne? So, jetzt noch mal kurz Kassensturz. Scan initiated. Da war nix. Scan initiated. Scan initiated. Ja, da könnte man mit anfangen. Scan initiated. Und dann Scan initiated. Nach oben arbeiten. Scan initiated. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt auch. Tun wir jetzt auch nicht lang rum. Und dann ab nach Port Olisar. Und hoffen, dass die Leuchte nicht angeht und uns das Ding unter dem Hintern wegknallt. Komm schon, nimm ihn. Die Zeit rennt ab jetzt. So. Komm schon, wo waren die anderen? Wir haben nur ein geringes Zeitfenster. Scan initiated. Scan initiated. Scan initiated. Scan initiated. Saug's rein, alles was da ist. Schade, dass man sich die nicht markieren kann. Ich hätte das so gerne markiert, dass ich dann nur die auswählen kann, die wirklich für mich interessant sind. So, den machen wir noch. Ich würde sagen, den machen wir noch. Wenn der in den grünen Bereich kommt, dann schmeiße ich den Optimus noch dazu. Den habe ich jetzt aktiviert. Jetzt haben wir ein kleines Zeitfenster. Und dieser grüne Bereich, der vergrößert sich. Und wir haben den noch ganz geschmeidig aufgebrochen, oder? Komm schon, mach. Der bricht nicht da hinten. Jetzt habe ich hier 3000 hier. Okay. Nichts rausgebrochen von dem elenden Ding hier. So, das ist vielleicht etwas leichtsinnig. Ich gebe es zu. Aber dieser grüne Bereich ist mir gerade noch so verlockend groß, dass ich jetzt ohne den Optimus jetzt hier noch was reißen möchte. Komm schon. Komm rein jetzt hier. Du springst da sowieso gleich rein. Kenn ich doch. Thank you.
ist jetzt nicht so viel Quantanium, aber ich meine, wir haben es uns verdient, hier den noch mitnehmen zu können. Den hier auch, Platz ist noch da. Und dann machen wir die Kiste noch voll. So, Cargo full. Dann springen wir noch mal ganz kurz nach Port Olisa. In der Hoffnung, dass sie das Lämpchen nicht angeht. Na, spring doch! Oh. Ich hatte B gehalten. Dankeschön. Und da könnt ihr nochmal sehen, hier, da drin haben wir es gefunden. Und dann ist es eigentlich nicht weit, weil man sich dann ja auch das sparen kann, erst von der Mondoberfläche hoch zu messen. Noch leuchtet nichts, noch leuchtet nichts. Quantum travel complete. Target gibt es noch nicht. Dass man immer nicht weiß, ob das Ganze funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ne? Das ist auch immer nervig. Ja, ja, Anflug gegen die Sonne. Noch blinkt ja gar nichts. Ne? Selbst wenn es blinkt, hätte man noch ein bisschen Zeit. Port Olisa, immer wieder schön, immer wieder schön. Herrlich, herrlich, macht Spaß. Landing complete. Have a pleasant stay. So, es ist Eile geboten. Na, du musst schon da rein hier, ne? Wenn dann, dann musst du da auch hier schnell den Eingang nehmen. Alles andere wäre jetzt dumm gewesen. Dann bin ich jetzt aber sehr, sehr, sehr gespannt. Ich wollte ja einen entspannten Mining Run, das konnte ich jetzt hier nicht gerade unterschreiben. Es hat also seinen Nervenkitzel und das ist vielleicht auch das Gute daran. Das macht nämlich Spaß und wenn jetzt der Profit stimmt, dann ist das eine super Sache. So, dann wollen wir hier Refinery. Mal gucken, was unsere Prospektor denn nun so erreicht hat. Was waren 20.000 nur?
Es waren wirklich nur 20.000. Echt jetzt? Das ist jetzt so ein bisschen gefühlt ein bisschen wenig, ne? Klar, das waren nicht die großen Mengen, aber wenn wir sagen, Quantanium ist das höchste und ich habe da noch 3000er Consumable da reingeschmissen, naja, da würde ich sagen, müssen wir nochmal hin, ne? Das müssen wir nochmal toppen. Irgendwie, Strategie war da irgendwie nicht so gut. Aber ich bedanke mich, dass ihr reingeguckt habt und wir müssen das Budget wieder ein bisschen aufstocken. Das geht gar nicht anders, denn es gibt noch so Sachen, die wir umsetzen könnten, falls wir das nötige Geld haben. Und wir sehen uns wieder in Star Citizen.